Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Heute mit dem ersten von zwei DLCs in Albträumen verloren. Was passierte wohl als Chris seine Partnerin Jill verloren hat? Das werden wir heute herausfinden. Ja. Zur kleinen Rollenverteilung. Ich spiele wieder als Chris Redfield. Und der gute Daniro spielt als Jill. Ja. Valentine. Und wir sind in Belgien anscheinend. Irgendwie ist der Server vom Master irgendwie immer in Belgien. Ich weiß auch nicht wieso. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's family. Und wir haben total nicht gerade irgendwie aus Versehen das schon gestartet, bevor die Aufnahme war. Nein. Was? Nein. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Ja, the Master of Lockpicking. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war die Cutscene gerade bei mir ein wenig asynchron. Okay. Ich weiß nicht. Aber wir sind in Albträumen verloren. Wir spielen auf Veteranen. Ja. Das Spencer-Anwesen. Ich glaube, dass diese Kampagne gar nicht mal so lang ist. Und wie man hier vielleicht sehen kann, man hat hier ein bisschen das Gefühl, man wäre im ersten Resident Evil unterwegs. Ja, nur zu zweit. Naja. So, das ist ja auch das Anwesen, ne? Ja. Also ist das Anwesen von Spencer. Also es ist nicht das Herrenhaus. Es ist halt nur so nachgebaut, wie das. Etwas ja. Mit einem quadratischen End. Was wohl damit passiert? Da oben. Ja. Ich habe jetzt einfach nur am Hebel gezogen. Ich dachte, das wäre eine Falle. Ich mag es nämlich, an Hebel zu ziehen. Sieht aus, als könnte hier etwas hineinpassen. Typisches Resident Evil Rätsel. Ja. Ich habe eine Pistole und 20 Schuss. Glaubst du das? Ich auch. Uah! Alter. Ja, wir haben festgegebenes Inventar und so. Ja. Und ich glaub, ist gerade runtergefallen. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie so Art Embleme, die wir auch zerschießen müssen. Mhm. Aber habe ich noch nie geschafft, alle zu finden. Ja. Versuchen wir mal das Beste aus der Sache zu machen. Ich sollte vielleicht auch erstmal die Karte anmachen. Ich vergesse es immer wieder. Ah, hier haben wir übrigens ein Bild von Spencer. Wo bist du überhaupt? Hier. Kannst die Tür aufmachen. Da ist ein Bild von ihm. Ja, der Mann, der ein Gott werden wollte. War sogar wie in Resident Evil 1, die Türen zu öffnen. Hast du den ersten Teil schon gespielt? Nee. Das solltest du tun. Und ich habe hier ein Emblem. Zack. Ah, ich kann das gute Porzellan nicht zerstören. Du wirst einfach nur zerstören, nicht wahr? Nimm du auch mal ein bisschen Pistolenmunition mit. Okay. Go. Wait. Thanks. Come on. Ja, ist ja. Wie ist es so als Jill zu spielen? Oh, eigentlich so wie bei Sheva. Mein bester Angriff ist ein bisschen anders. Ey, wenn ich dir sagen darf, in Resident Evil 1 mit Jill zu spielen, ist immer die bessere Wahl, weil weißt du warum? Passwort Nummer 3 aufgehoben. Ich habe das gar nicht gesehen. War ja auf dem Buch. Okay.
Damit ich nämlich es sagen kann, denn Jill ist halt von Vorteil in Resident Evil 1, denn Jill hat ein größeres Inventar als Chris. Das macht keinen Sinn. Denn Jill kann insgesamt 8 Inventarplätze, während Chris nur 6 hat. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Let's Plays oder so von Resident Evil 1 gesehen. Also ich habe das Spiel ja auch schon selbst durchgespielt. 2-mal schon. Schreib ich mal darüber. Da, das war ein cooler Sprung. Na, dann kann ich die Tür da unten aufmachen. Bestimmt. Ja. Ich habe gerade versucht zu öffnen, die war verschlossen auf der anderen Seele. Dann muss ich wohl runterkommen. Ich guck mich neu oben erstmal. Blumenvase, kann ich nicht töten. Hier ist eine Shotgun hier oben. Nimm sie mit. Ja, willst du nicht? Ja, mach mir erstmal die Tür auf. Ich denke, das hat erstmal oberste Priorität. Aber ich glaube, du kannst ja gar nicht hoch. Ja, da muss ich die ja mitnehmen. Na gut, dann nehme ich die halt. Ja. Wie komme ich von dem Tisch runter? Hard to believe that was 8 years ago. Guess I am getting older. Oh. Ey. Warte. Okay. Hier gibt's ein paar Informationen über Ashford. Der kam nämlich in Code Veronica vor. Passwort Nummer 1. So, die immer finde sich, ich sehe die gar nicht. Ich glaube, ich bin wirklich blind. Ich glaube, die spawnen, nachdem du ein Buch gelesen hast. Ich frage mich, wer hier gezündet hat. Ich habe keine Ahnung. Hast du einfach das Feuerchen hier angemacht? Ich hatte ein paar Bohnen. So. Es erinnert mich gerade wirklich so stark an den ersten Teil. Na, jetzt relativ wenig los gerade, ne? Ja. Das beunruhigt mich umso mehr. Hey, und ein rotes Kraut. Ich sehe ja nichts vom Nutzen. Nichts vom Nutzen hier. Mit dem Pissoir kann ich nichts anfangen. Ja. Damit kannst du nichts anfangen. Ja. Ich gesagt, sagt auch nicht. Na, dann mal rein hier. Schlägt er mir die Tür vor der Nase zu. Patrick's Memoiren. Ich habe die Klavierstunden genommen. Jetzt ist da kein Passwort. Ich glaube, das musst du machen. Start. Oder tut sich was auf? Ups, falscher Knopf. Oh ja. Es gibt tatsächlich halt. Spiel noch mal. Ja. Ah, Moonlight Sonata. Oh ja, die Moonlight Sonata. Erinnert mich halt wirklich auch an den ersten Teil. Dann musste sie nämlich auch die Moonlight Sonata spielen, weil Chris konnte das ja nicht. Nicht, da musste Rebecca nämlich für ihn spielen. Unser Klavierstunden nehmen. Jo. Zentauren-Emblem erhalten. Cool. Dann kommen wir ja voran. Ist da noch ein Schalter? Ich wollte den schon drücken, aber der hat nichts gebracht. Man musste halt einfach nur das Emblem nehmen. Ich weiß auch genau, wo wir das einsetzen müssen. Ja, als Anspielung an die Rätsel aus dem ersten Teil. Weckt das nicht irgendwie auch das Verlangen, den ersten Teil mal zu Let's Playen? Nein. Nicht wirklich. Das finde ich schade. Ich habe genug Sachen zum Let's Playen. Du enttäuscht mich gerade. Hier ist ja. Blut. Ich hätte,
Ich hätte wissen müssen, dass das nicht einfach wird. Ich werde nicht gehen, bevor diese Mission beendet ist. Im ersten Teil war es halt so, sie sollten da jetzt nicht rausgehen. Weil sonst würden wir die Hunde reinlassen. Ja. Lassen. Es ist ziemlich wild. Kontrollpunkt. Ich will auch da rein. Und da kamen die Hunde durchs Fenster gesprungen. Drecksfledermaus. Erstmal beide den gleichen Gedanken. Ja. Beide direkt. Und hat noch nicht mal was gedroppt. Nicht mal ein Ei. Mal. Abgeschlossen. Jill kann sie vielleicht öffnen. Ah ja, du hast einen Dietrich, ne? Ja. Dann mach ich mal auf. Geh mal da rein. Dann geh ich mal rein. Ja, dann geh ich jetzt auch mal rein. Din, 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 din. Wo finde ich die? Wo finde ich nur 3 Passwörter? Aber wir müssen erst das andere noch finden. Ja, wir haben ja erst 2. Ist ungewohnt, dass so ruhig ist hier. Ja. Es ist sehr ruhig. Wir haben noch nicht einen einzigen Gegner gesehen. Ja gut, okay, komm. Das Einzige, was wir bisher hatten, war halt die Fledermaus. Das sind Handgranaten und Brandgranaten. Mit Handgranaten und Brandgranaten? Verstehe. Steck mal jetzt ein. Warum ist hier so viel Stuff? Hier lag eine Waffe. Oh. Und Revolver. Hitzeempfindliches Papier aufgenommen. Ich habe hier einfach eine Magnum gefunden. Ist das irgendwie zu glauben? Er ist von innen verschlossen. Die Tür geht nicht auf. Okay. Machen wir ihn jetzt. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wo dieses hitzeempfindliche Papier hin muss. Ach, hier am Kamin. Folge oder mich. Was? Genau. Ups, falsche Tür. Ja, wo ist er? Und ich weiß auch genau, was dieses hitzeempfindliche Papier nämlich ist. Das ist der dritte Passcode. Ja. Es muss ja der dritte Passcode sein. Ja, aber sonst haben wir ja alles, ne? Wollte ich gerade sagen. Wer spielt ja gerade Musik? Wer ist er da? Ja. Ich gehe mal zum Klavier. Ja, geh mal zum Klavier. Ich komme gleich nach. Passwort 2 aufgehoben. Jetzt hört die Musik auf. Das ist extrem beunruhigend. Ist da was? Nein. Denn hast du das Spielen jetzt gerade verkackt? Ja. Du hast doch gerade so schön gespielt. Mal gucken, was passiert. Musstest du irgendwie Tasten drücken? Ja. Okay. Aber irgendwas irritiert mich. Siehst du auf der Karte, dass da irgendwo noch ein blaues Ausrufezeichen ist? Ja. Es irritiert mich. Warum ist es da? Ich glaube, das ist ja unten für den Hebel. Hier fehlt eine Kurbel an so ein Ding. Ja, genau, die Krone sei schon die Kurbel. Ja, sagen wir erstmal ein paar Passwörter. Ja. Und darum. Ja, lade mal nach. Schlägt er mir einfach die Tür vor der Nase zu. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?
Mama Passwort. Umbrella. Patrick's Memoir 3. Ein Haufen Text. Da stand gerade Albert Wesker irgendwo. Testsubjekt. Hans, Felicia, Marco, Jona, Irma, Ken, Laura, William, Hero, Derek, Miles, Alex, Albert. Okay. Da war auch noch was. Oh, scheiße. Oh, was machst du denn? Oh, no. Ich weiß schon, wo ich hin muss, glaube ich. Weißt du, wo du hin musst? Na, ich glaube, ich muss hier irgendwie was machen, ne? Oder? Ja, du musst an dem Hebel ziehen. Hier ist irgendwie jetzt ein Hebel. Na, ich bin jetzt hier irgendwo rumgelaufen. Bin ich ja richtig? Ja, du musst den Gang lang. Aber kannst du ja was aufschießen? Ja, ist offen. Okay. Stell's ja dem Hebel, sonst bin ich gleich Matsch. Okay, ich mach ja schon. Danke. Ach, what? Ja. Wer hätte denn damit rechnen können? Du hast noch ein Emblem gefunden. Nice. Ja, aber unmöglich alle finden. Da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, 24 Stück oder so, glaube ich. Dabei ist in Albträumen verloren noch gar nicht mal so lang. Ja. Wie sollen wir hier überhaupt alle finden? Ich glaube nicht, dass das so kurz ist. Also das wird schon ein bisschen was dauern, nehme ich an. Bestimmt so eine Stunde oder so. Mindestens. Wir werden es ja sehen. Ich meine aber auch relativ happig an einigen Stellen. So, hast du so eine Kurbel bekommen? Ja. Okay. Ups. Oh, hinter dir ist ein Emblem. Über dir. Ja. Oh, okay. Ja, kannst du loslassen. Wuhu! Boah. Lade nach. Oh, war bis jetzt einfach. Chris. Ja. Noch keine Gegner. Noch keiner hat jetzt mal gestorben. Irgendwas da sagt mir, dass es sich gleich ändern wird. Oh ja. Hier. Jill ist sehr pessimistisch. Aber das kann sie auch sein. Mein, was sie und Chris überhaupt schon hier alles durchgemacht haben. Kann ich einmal abschätzen, wie lange der wohl schon tot ist. Zwei Wochen. Der sieht ziemlich verfault aus. Schrotgewehr-Munition. Brauchst du. Mein du hast die Schrotflinte, ich habe die Magnum. Ob es hier wohl noch andere Waffen gibt? Eine Holzkiste. Bam! Warum jetzt Musik hier? Irgendwas ist hier. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist, aber es war offenbar ziemlich barbarisch. Ach, wart, denen geht's gut. Irgendwas ist hier. Ja, da war gerade etwas komische Musik. Ich habe auch gerade was gehört. Ja, und allein da, das beunruhigt mich. Oh, Problem. Dann. So. Ja, da ist was. Oh. What the hell? Okay, der ist dick. Oh Gott. Ah.
Das stinkt mich voll. Wie geht? Müssen wir überhaupt da hinschießen, ey? Ich hab doch keine Ahnung, aber der macht nicht so viel Schaden tatsächlich. Punch! Ah, ich glaube, ich weiß, wo sein Schwachpunkt ist. Schnippes Auge. Es ist tot. Gott. Alter. Was zur Hölle war das? Ich glaube, wir hätten da ein bisschen mehr wegrennen sollen oder so. Ich denke mal. Aber wir, ja, als Profispieler hier, wir machen dir natürlich die Hölle heiß. Wir machen keine Strategie. Taktik und Strategie. Sowas kennen wir nicht. Ja, ne, warte doch, du kennst es ja. Hilfe! Was ist das denn für einer? Also das ist zumindest nicht der typische Zombie, den man normalerweise kennt. Aber er hat sich so ähnlich verhalten. So. Ich wusste es nicht. So schnell angreifen. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen Munition ja auch sparen. Ich denke mal. Ich glaube mal, dass wir nicht so viel Munition kriegen werden. Ich finde halt immer komisch, wenn Horrorspiele halt einen irgendwie empfehlen. Oh, du musst ja die Munition aufsparen, dann wird halt so knapp. Letztens kam ja Dead Space Remake raus, ne? Ja. Und ich habe früher den ersten Teil von Dead Space gespielt. Und da ist es auch immer. Wollte ich auch schon mal spielen. Dicker Typ. Okay. Ich renne mal ein bisschen weg. Oh Gott. Au! Oh, danke. Ja, der hat so eine komische Sense in der Hand. Ja. Jetzt bin ich aber mal hinter dir. Sieht mehr aus wie so ein Anker, ey. Ja. Und es ist tot. Sein Auge ist nämlich der Schwachpunkt. Ich habe nämlich die ganze Zeit auf dieses komische Auge geschossen. Was ziemlich eklig ist. Ich habe nur noch 4 Schuss mit meiner Pistole. Warte mal. Ich werde dir helfen. Okay, oh, du hast ein. Bitteschön. Du hast ein rot-grünes Kraut, sehe ich gerade. Ja. Ach, wir haben ja auch noch Granaten. Ich habe ja auch noch Granaten. Ah, ja, ne? Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Vor allem oben. So, was ich sagen wollte: Dead Space habe ich damals gespielt, den ersten Teil. Ja. Und da hieß es auch immer, oh, du musst dir die Munition aufsparen, das ist voll knapp und so. Und irgendwie war das überhaupt nicht der Fall. Du hast mehr als genug Munition in dem Spiel gehabt. Ich wollte auch immer Dead Space spielen. Vielleicht werde ich es auch irgendwann noch machen. Ich fand das gut. Ich habe da eine Platin-Trophäe damals geholt. Ja, du bist ein Held, Daniro. Du. Oh nein. Und noch so ein dicker. Renn erstmal weg. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich bin. Ich werf mal eine Granate auf den, vielleicht. Warte, der ist genau da. Oh, da kommt er ja. Er ist ja nicht ausgewichen. Mann. Oh Mann, verreckt doch. Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich schon wieder 4 Schuss. Oh, danke.
Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nur noch 4 Schuss. Ich glaube, wir sollen. Warte mal, du hast doch noch eine Schrotflinte. Ja, ich habe nur eine Schrotflinte. Ich habe nur noch eine Magnum. Auch nur noch mit 4 Schuss. So, ich schicke mich mal da hoch. Sind Kisten. Ja. Ja, ich bin also bereit. Yep. Hoch mit dir. Die Kisten mache ich mit meiner Pistole mal auf. Pistole mit so. Darüber, ja. Hier ist eine Kurbel. Was mache ich damit auf? Oh, ich glaube, du kannst auch hier hochlaufen. Hier ist eine Schatztruhe nämlich. Mhm. Oh, oh. Aber eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe? Da ist bestimmt Zeugs drin, ne? Ja. Warte mal. Dann muss ich dich wieder nach oben schicken und du musst wieder an der Kurbel drehen. Ja, warte, hier. Hier ist die Kurbel. Oh, hast du? ich mach mal auf. Da ist ein Schlüssel drin. Jetzt bist du gefangen. Auf Wiedersehen, Master. Okay. Würdest du mich bitte rausholen? Ich kann bestimmt das Spiel alleine zu Ende spielen. Mein 14 Schuss. Ja. Mit deinen 14 Schuss kommst du weit. Wäre eigentlich da drin voll sicher gewesen, ne? Eigentlich ja. Komm schon, du zuerst. Ja, lass mich mal vor, ich habe noch Muni. Ich habe nur noch 8 Schuss insgesamt. Oh, ich habe irgendwie Rückblenden hier. Ich auch irgendwie. Oh, Granate bitte. Was ist das? Machen wir fertig. Dich. Nein, ich habe die ins Wasser geworfen. Warum hast du die ins Wasser geworfen? Oh nein, ich bin so tot, Hilfe! Oh nein, ich bin so tot, Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab da vorgedrückt. Ich bin tot. Wow. Okay, gerne, aber ich will jetzt meine Granate nicht verschwendet. So, versuchen wir nochmal. Ja. Blind. Nein! 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 Schrotgewehrmunition, nice. Gott, ey. Da war direkt bei mir hier. Wie bist du überhaupt schon da? Ich bin doch nur hier an der Treppe. Also ich gehe auf Abstand. Gott. Okay, du kannst jetzt eine weitere Mine platzieren. Noch weg. Ah, Mann. Muss den immer einkreisen, ne, glaube ich. Einer muss den immer. Scheiße. Hilfe, Hilfe! Ich hab auf ihn geschossen. So. Oh, Schrotgewehrmunition. Der hockt hier um die Ecke. Oh, ups. Das Stück. Der stand da einfach nur. Der stand da einfach. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Er ist in die Mine reingetreten. Oh, Snipergewehr. Ich weiß übrigens nicht genau, auf was wir schießen müssen, ne? Ja, wahrscheinlich da drauf. Auf sein Auge! Boah, ja, viel schneller auf einmal. Ja. Mein Snipergewehr hat gar nichts gemacht, ey.
Hier oben bin ich noch. Warte, ich komme sofort. Alter! Nein! Der kam einfach aus der Wand! Okay. Nein. Boah, einer von denen muss den von hinten angreifen. Ich treffe das nicht. Nein. So, der ist schon wieder tot. Ja, ne? So, jetzt sind wir wieder da, wo wir letztens waren. Ja. Mit einigen Komplikationen auf dem Weg. Genau. Unser Inventar sieht ein bisschen anders aus, weil irgendwie sind die Sachen, glaube ich, random generiert. Genau. Also, links. Agab. Ja. Na, also, geht doch alles. Also einer muss immer, wir müssen ihn immer einkreisen, damit einer von uns auf das Auge zielen kann, glaube ich. Was hat denn? Silbernes Wappen. Ich denke, davon brauchen wir zwei Teile. Kommst du denn da auf? Das silberne Wappen wurde eingesetzt. Ja, wir brauchen noch ein zweites Teil davon. Da ist noch ein Emblem. Und da ist eine Leiter. Und das Emblem ist kaputt. Und hier ist die Leiter kaputt. Schwing mich mal da hoch. Und hoch. Ich komme, glaube ich, wieder runter. Ja, komm bitte wieder runter. Machen wir erst den fertig. So, warte mal. Da ist er. Hilfe, er ist hinter mir her. Hier. Nein. Oh, Nein. Alter. Ich schieße auf den. Der hinterlässt aber so ein komisches Gift. Das ist echt nicht gut. Schieß, das ist nicht gut für meine Gesundheit. Oh Gott. Oh fuck. Der hat mich voll ausgetrickst, ey. Der hat das ausgeholt, so, oh, ich werde dich schlagen. Als ich an dem vorbeilaufen wollte, hat er mich gegrabt, ey. Ja. Nochmal. Ja, jetzt ist er da. Ich gehe mal hinter den. Ach, da kommt noch einer. Da kommt direkt noch einer. Oh nein. No. Scheiße. Jill. Oh. Das kann doch jetzt nicht sein. Warte mal. Wir sollten erstmal versuchen, erstmal nur einen zu triggern. Ja. Warte, geh nicht weiter. Die sind beide da. Oh mein Gott! Hol die MG raus. Geh uns aus dem Weg. Oh, einer ist down. Ah. Okay. Mein Gott, ey. Nur wissen wie. Okay.
Waffen. Oh, wollte ich nicht. Das ist meine. Das hat es mir einfach von der Nase weggenommen. Ja, ich muss halt alles aufsammeln, was ich sehe, okay. Ja, 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 genau. Ich bin ein Rollenspiel-Gamer, okay. Ich muss einfach alles sammeln, das Nied- und Nagelfest ist. Wie zum Beispiel diese Schatztruhe und das Silberwappen. So. Das silberne Wappen wurde eingesetzt und dabei hat man das doch gerade erst eingesammelt. Liegt da noch was? Nee. So, schick mich mal vielleicht hier hoch. Ja, und dann kommst du wieder runter. Ja, falls da oben noch so ein Typ ist. Ja, ich will hoffen nicht. Hey, hoch mit dir. Nee. Dann war das der, war das der andere. Ein goldenes Golden. Aber warum muss das hier alles randomized sein? Ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ja. Hm? Ja, trotzdem, ich verstehe es einfach nicht. Und nun? Dadurch. Oh, einfach. Ich dachte, wir müssen noch eine Kurbel also ziehen. Ah. Ach, was machst du denn da? Ich habe doch keine Ahnung. Kontrollpunkt. Da sind wir auch noch getrennt. Was? Wie ist das denn passiert? Oh, ich habe gar nichts. Ich habe auch gar nichts. Ich habe nur noch ein Messer. Oh, eine Blendgranate, cool. Oh, super. Wir sind so hart runtergefallen, dass wir all unsere Waffen in allen Himmelsrichtungen verstreut haben. Ich habe mehr Hilfe-Spray. Oh Gott, ich erinnere mich, das ist das absolut nervigste überhaupt hier. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier ein bisschen schleichen. Ja. Ich merke schon, hier sind überall Zombies. Ich glaube, du hast gerade ein Ding, ne? Oder bin ich das? Ne, ich bin das. Okay, der ist hinter mir her. Das ist so ein dicker. Ich habe eine Kurbel, eine rote Kurbel. Ja. Müssen wir noch den roten Stein dazu finden. Ja. Dann müssen wir ein bisschen Teamarbeit machen. Ich meine, das können wir ja ganz gut. Weil, guck mal auf der Karte, da sind so farbige Dinger, ne? Ja. Und einer von uns muss diese Typen auf diese Dinger locken, während der andere mit einer Kurbel irgendwie da am Drehen ist. Da müssen wir die irgendwie zerquetschen oder irgendwie sowas oder was auch immer da gemacht werden muss. Also ich sehe zumindest so, ey, wir haben uns wieder gefunden. Ja. Okay, da kommt er nicht rein. Ja, sieht aus, als könnte hier was reinpassen, das ist schön. So. Geh mal besser weg. So, geh mal zu der roten Plattform da oben auf der Karte. Ja. Da müsste irgendwo eine Kurbel sein, glaube ich. Ich sehe sie, ja. So, und jetzt müssen, jetzt müssen wir ihn irgendwie da drauf locken, glaube ich. Oder einer von uns versucht mal daran zu drehen, der geht auch für mich los gerade. Ja, dann lock ihn mal zu mir hin. Ich bin an der Kurbel dran. Okay, was passiert, wenn du das machst? Dann fährt die Plattform nach oben. Ach, und ich muss den da runterlocken, genau. Oh Gott. Aber warte, Moment. Ja, warte. Ich drehe die Plattform nach oben. Ja, mach mal hoch. Ja, bin dabei. Ich sehe das schon. Jetzt muss ich den da runterlocken, genau. Mhm. Ja, ich bin auf dem Weg mit dem Typen. Was wird passiert, wenn ich jetzt loslasse? Ja. Warte. Jetzt. Hey du. Warte mal. Was? So ein Schlangenscherbe. Das Ding ist ganz eindeutig kaputt.
Da dürfen wir noch ein paar Mal jetzt machen, glaube ich. Also, na großartig. Aber jetzt müssen wir die anderen Kurbeln finden. Ja. Das ist schlimm genug, dass wir keine Waffen haben. Oh, Kontrollpunkt. So, ich sehe ihn schon auf der Karte, den Typen. Ja, ich habe ihn auch schon gesehen, aber wir müssen trotzdem immer noch eine Kurbel finden. Ja. Ich sehe jetzt Feuer auf der Karte. Also meine war irgendwo in der Schatztruhe. Irgendwo habe ich vorhin habe ich noch gerade irgendwo eine gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber ich glaube, ich habe eine gefunden, oder? Ja, ist eine Schruhe. So, blau habe ich. Blau. Oh, nur so ein kleiner Zombie im Wasser. Kannst du es wagen? Ich mach dich platt. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich mach dich platt. So. Ich sehe die blaue nicht. Ich bin bei der blauen Plattform und er ist genau bei mir. Cool. Ich finde aber nicht den Mechanismus, wo die Kurbel reinkommt. Wo ist dieser Mechanismus für diese Dreckskurbel? Da ist er. Okay, mach mal hoch. Ich gehe mal zu dem Typen hin. Und lade ihn mal auf eine Teeparty ein. Teeparty? Hey, du. Sieht er mich? Ja. Ja, er hat dich gesehen. Dann komm mal mit mir mit. Ich hab dich gesehen. Hallo. Und irgendwie kommt er ja nicht rein. Jetzt kommt er rein. Jetzt. Ja. Sayonara. What? Oh, warte mal. What? Okay. Hm? Wollte gerade sagen, wie lange wollte der jetzt noch durchhalten? Ich habe eine Granate auf den geworfen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung. Dat... Ja. So. Da sind immer noch zwei auf der Karte. Ja, und ich glaube, die sind jetzt beide da. Hm. Wir brauchen immer noch zwei Kurbeln. Da oben ist einer. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo du bist. Das war nur ein popliger Zombie. So, ich hab eine! Ja, verdammt. Ich bin gerade bei der grünen, ey. Ja, nimm sie mit. Dann haben wir sie auch schon. Oh Gott, der eine kommt direkt auf mich los. Ich hätte gerne meine Blendgranate wieder. Ich glaube, ich bin tot. Geh weg, geh weg. Okay. Warst du? Lila? Violett, ja. Okay. Ah! Ah! Links, links, links. Und rechts. Wo ist das Ding hier für? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Oh, hier. Ja, dann lockt ihn mal wieder dahin. Lass los! Ich will drehen! Wie was, wenn du immer anlockst? Was ist hier für? Da ist eine Schlange. Okay. Komm ich denn jetzt hier runter? Ich glaube, da kommt auf mich los, oder? Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme, aber auch. Oh Gott, ich glaube, der ist bei mir! Jetzt bin ich gerade unten. Oh ja, er springt rüber. Der ist eindeutig hinter dir, er mag dich. Oben ist die Kurbel irgendwo. Ich laufe hier ein bisschen im Kreis. Bin ran!
Oh. Na komm! Na, wo bist du? Die Kurbel ist oben! Ja, aber der Typ ist gerade hier. Nein! Sehr schlechtes Timing gerade. Mich durch, lass mich durch. Oh Gott. So ein normaler Zombie hat mich gerade gegrabt. Ja, merk schon. Oh, mach das Ding hoch. Mach ich doch schon, ich bin noch dabei. Ich glaube, der andere ist auch bei dir in der Nähe. Nee. Da, Kollege, wo bist du? Der steckt immer eher so ein bisschen an der Wand fest. Komm da raus. Als ob ich jetzt da näher gehe, hallo? Der kommt mit seinen Anker nicht durch den Gang, ey. Ja, dann lock die mal zu uns hin. Er geht da nicht, der bewegt sich nicht, der steckt da fest. Beweg dich. Alter. Jetzt bewegt er sich. Ja. Und jetzt bin ich voll nah an den dran. Das war zu früh. Nee. Oh nee, ich habe ihn erwischt. Ja, ich habe schon gehört, wie früh er drunter gekommen ist, ey. Willst du mich umbringen? Ich würde sowas niemals tun. Oh mein Gott, ich sehe den anderen. Der ist direkt unter mir. Ja. Ich vorher fehlen ja noch. Oh mein Gott, jetzt war er auf einmal hinter mir. Hol die grüne Kurbel. Wo ist die grüne Kurbel? Weiß nicht. Du warst doch gerade bei der grünen. Da haben wir schon die grüne Kurbel? Nein, wir haben noch nicht die grüne Kurbel. Ja. Dann weiß ich nicht, wo die ist. Ich weiß nur, wo man die einsetzt, weiß ich, aber wo die ist, weiß ich nicht. Warte mal, guck mal da so großen Räumen. Ja, hier war eine zum Beispiel. Oh, bist denn du? Das ist noch ein großer Raum. Ne. Das ist auch eine Truhe, die schon geöffnet war. Hier oben vielleicht. Ja, ne, irgendwo oben vielleicht. Das ist eine geöffnete Truhe. Ah, ich hab's. Hast du sie? Jo. Yeah! Jetzt müssen wir nur noch zur grünen Plattform. Und eine Blendgranate. So, grüne Plattform ist hier. Und die Kurbel ist da. Du bist gerade da vorbeigelaufen. Na, geradeaus, 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 rechts. Und dann müsste die irgendwo sein. I got it. Ah, dann hole ich mal wieder den Typen. Falle wird vorbereitet. Bitte warten. Falle vorbereitet. Bitte warten. Oh. Ah, jetzt wollte ich den gerade in die andere Richtung hier hinlocken, ey. Hey Stinker. Hey Stinky. Guck mal hier rum. So. So, ich hoffe, er geht jetzt nicht da rein, wo du bist. Der rennt dir hinterher. Okay, das ist ja cool. Ich habe mal eine Granate bereit, weil ich nicht weiß, ob wir die brauchen. Hey. Und. Nix da, hier. Äh?
Yay, we did it! Dreiköpfige Schlangenscherbe bekommen. Yeah! Cool. Das war gute Teamarbeit. Ja. Jetzt raus hier. Ja, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Raum. Vor allen Dingen ist es so, so schlimm, ohne Waffen rumzulaufen. Ja. Okay. Wir haben immer noch keine Waffen. Das ist belastend. Ich glaube, wir sind jetzt gleich am Ende hier. Ja. No, hier ist eine Pistole. Normale. Was haben wir hier? Erste Hilfe Spray. Noch eine Pistole. Ach, endlich. Ey, ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet. No, ich glaube, wir haben nur Pistolen jetzt. Macht ja eigentlich Sinn, wenn man die Cutscene kennt, die jetzt kommt. Ja. Oh Gott. Joga. Wesker! Da ist er schon wieder. Mhm. Mal hoffentlich ausgerüstet. Machen wir ihn nochmal platt. Oh. Aua. Oh, der hat mich. Hab ich gegen die Wand. Ah, der hat mir so volle Möhre in den Magen geschlagen. Ich konnte mich kaum bewegen. Der hat mich dreimal am Stück hier weggehauen. Oh Gott. Au. Hey, wie treffen wir den denn, ey? Oh, Gott. Warte. Au! Nee. Warte mal. Au! Oh, ich glaube. Hold on! Oh, ich konnte den Roundhouse kicken gerade. Ach, ich hab noch keinen einziges Mal getroffen. Aua! Oh. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Nee, ich glaube, der muss auch auf uns zusprinten in Richtung Fenster. Nein, falscher Knopf. Ouch. Ja, aber auf mich zu treten. Aua. Ist gerade eine Blendgun hat auf den geworfen, der trägt Sonnenbrillen. Ja und? Oh fuck, ich hab den. Ah! Ups. Ja, genauso endet die Story. Ja. Okay. Ich muss meine Waffe erstmal ausrüsten. Oh. Bin getreten. Kein Ding. Oh. Man hat auch echt wenig Zeit zum Reagieren. So, das Einzige, was man machen kann, ist hier. Na. Oh. Also, was man machen kann, ist einfach nur warten, bis er irgendwie auf ihn zukommt. Ja. Ich bin so langsam. Ich glaube, man muss einfach so wirklich seinen Angriff einfach ausweichen. Ja. Scheiße. Oh.
Ja, mach weiter so, ich treffe den danach immer. Warum bin ich denn jetzt derjenige, der ständig die Prügel einsteckt? Nein, ich bin noch ganz da. Wow. Geh weg. Ich warte die ganze Zeit auf mich zu, schön. Ich bin die ganze Zeit jetzt bereit, ey. Nein. Keine Angst, Chris, du schaffst das schon. Der schlägt mir immer voll in die Magengegend. Läuft bei dir. Ich will Angst, dass der mal auf mich zuströmt, sprintet. Du musst den anschießen, dann macht er das. Ah, okay. Ups. Da. Aber was müssen wir denn machen? Ich weiß es einfach nicht. Ich nehme an, das ist das Einzige, wie wir den irgendwie... Alter, das geht so schnell weg. Ja. Ja. Ey, wen gehörten die anderen da? Ja, Spencer, ne? Ja, Spencer. So, F oder V, F oder V. Also, wir müssen den anschießen, dann warten, bis er auf uns zugesprintet kommt, dann hauen. Gegebenenfalls mal ausweichen. Oh mein Gott. Oh, du hast den abgebrochen, bevor ich. Ja. Oh, ich glaube, ich konnte ihn treffen, als der auf dich losgegangen ist. Ich auch, ich habe den auch gerade angeschossen. Nein, falscher. Mann. Wesker, warum bist du so schlimm? Oh, nein. Ich musste mich halten, Entschuldigung. Ich habe einfach auf gut Glück irgendwas gedrückt, ey. Weil ich kann nicht so schnell reagieren, ey. Das ist unmöglich. Ja, ich konnte ausweichen. Oh, ich... Nein, falscher Knopf. Oh. Na, schon wieder getroffen. Ha. Ey, er hat uns beleidigt. Das geht mir die Munition aus. Ich treffe ein paar Mal, glaube ich. Ne? Weiß nicht, ob das Schaden macht. Weiß ich auch nicht. Na, bist du schon besiegt, Wesker? Ja, ist schon genug. Boah. Hm. Wow. Was? Ja, ich... Ins Gesicht. Oh, oh Gott. Ich kann nicht... Ich muss mich erholen. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Er hat mich geschlagen! Warte, ich komme. Oh Gott! Oh Gottes Willen, ey! Ich muss sagen, ich finde den Wesker-Kampf schwieriger als den ersten. Oh. Aua! Oh. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Ist vorbei? Jetzt hoffen. Ich glaube, ja. Oh, ja. Ich glaube schon. Oh. Pew, pew. Ja, coole Cutscene.
und viel zu schwieriger Kampf. Ja, und den kann man irgendwie besiegen angeblich. Ich wüsste nicht wie. Und dann kriegt man auch irgendwie wieder ein Achievement. Aber wie? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, wir waren so auf dem richtigen Weg zumindest. Genau. Matrix. Ich fand den Kampf witzig. Ich gar nicht mal so sehr. Ich habe nur auf die Fresse bekommen. Der hat mir so oft in den Magen geboxt. Ja, die Cutscene fängt irgendwie genauso ein, wie da gerade passiert ist, ey. Ja. Du bist zwar stark, Vaskar, aber kannst du auch fliegen? No! Ja. Errungenschaft freigeschaltet, in Albträumen verloren. Okay. Sie können jetzt Jill in Albträumen verloren anwählen. Sie können sich jetzt Chris und Jill unter dem Menüpunkt exklusive Figuren ansehen. Sie können jetzt in Albträumen verloren im Modus Profi spielen. Cool, haben wir dann auch abgeschlossen. Es war ein Disconnect, aber... Ja. Irgendwie hat er geklappt. Ja, dann geht's beim nächsten Mal mit dem zweiten und letzten DLC los und auch dem letzten Part, eine verzweifelte Flucht. Ja. Sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao.